Einweihung des neuen Teehauses des Architekten Kengo Kuma im Museum für angewandte Kunst. Wetz TV zeigt seinen Zuschauern Eindrücke fernöstlicher Teekultur. Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren von den Medien. Zur feierlichen Inauguration, unseres Teehauses des japanischen Architekten Kengo Kuma. Dieses Teehaus im Garten des Museums für angewandte Kunst Frankfurt steht da, wo es hingehört, nämlich auf unserem Hügel in unserem Park. Eine gute Bekannte unseres Hauses, Miki Shimokawa, herzlich willkommen Miki, kam auf mich zu in der Vorbereitung einer Ausstellung, die Sie jetzt noch sehen können, Katachi, die zum Design und zum Kunsthandwerk Japans der Gegenwart Ausdruck nimmt. Zu dritt begannen wir zu träumen von einem Teehaus im Garten des Museums für angewandte Kunst Frankfurt. So kam dieses Teehaus zustande, eine aufblasbare Struktur in amorpher Form auf einer Betonplatte, die die Form einer doppelten Niere hat, ist im Randbezirk eine Kastenfolge aufgebaut und auf dieser Kastenfolge aus Metall sind Profile eingelegt, in denen Reißverschlüsse, sehr große Reißverschlüsse eingezogen sind und in diese Reißverschlüsse wird diese doppelwandige Hülle aus Gore-Material eingelegt, also festgezogen mit den Reißverschlüssen. Und das Ganze wird dann über ein unterirdisches Röhrensystem mit einer relativ monumentalen Luftpumpe auf 1500 Pascal aufgeblasen und bleibt wetterfest stehen. Diese Art des aufblasbaren Gebäudes ist absolut innovativ. Es gibt nur dieses eine. Kengo Kuma hat seit 2005 dieses Werk gezeichnet. The founders of tea ceremony in 16th centuries, they believe the tea house could be the new organic architecture. Kengo Kuma, I ask myself very often, why did you plan this building here with such an enormous financial effort? I don't want to think about the flights that steadily went from Japan to Frankfurt and back, and about the work of your partners that has flown into this project. I think that you had here, next to the architecture of Richard Meyer, the perfect field for an innovative planning and an innovative structure. And in the name of my staff members of the curators, my partner was Graf von der Schulenburg and Miki Shimokawa, I would like to say to you that we are enormously proud and thankful that you did this work of art here in our garden, and it's fitting here. It belongs here, and it must stand here on the hill, on the little slope of our garden, part of our collection of East Asian and Japanese art. Thank you very much. Domo arigato gozaimashita. Thank you very much.